Ich erzähle euch heute, wie ich Corona hatte und wie ich dabei auch 17 Kilo abgenommen habe. Was geht ab, Leute? Willkommen zum neuen Video. Das ist mein viertes YouTube-Video und gleichzeitig mein erstes Mukbang. Und ja, ich erzähle euch heute, wie ich Corona hatte und wie ich dabei auch 17 Kilo abgenommen habe. Hier habe ich noch ein bisschen Notizen und ich gucke dann ab und zu nach unten. Und ja, fangen wir dann direkt mit dem Video an. Wie ich Corona hatte, das war Oktober. Ich war halt in der Schule und dann habe ich eine Nachricht von meiner Mutter bekommen, dass mein Vater auf Corona positiv getestet wurde. Und dann hatte auch die Quarantänezeit angefangen. Und die hat nicht 2, 3 Wochen gedauert bei mir, sondern genau 2 Monate. Danach wurde mein Bruder getestet. Dann wurde mein Bruder auch auf positiv getestet. Dann musste ich mich testen lassen, meine Mutter sich testen lassen. Und dann kam es raus, dass ich Corona habe und das auch noch 3 Wochen später und dass meine Mutter kein Corona hat. Das habe ich irgendwie nicht verstanden, weil wir 24/7 zusammen waren. Die Quarantäne war irgendwie richtig, weil du einfach nichts machen kannst. Und ich habe halt vor der Quarantäne, 2 Wochen vor der Quarantäne, glaube ich, angefangen halt Diät zu machen. Das ist die Low Carb Diät. Ich habe das Ganze 2,5 Monate gemacht. Ja. Dann in Quarantäne habe ich dann halt täglich Sport gemacht. Ich habe so eine App, ich zeige euch hier ein paar Übungen. Nebenbei, wo ich halt noch dabei rede. Die App ist zwar gut, die Übungen sind auch recht einfach. Das Wichtigste ist einfach nur viel trinken, 2 bis 3 Liter am Tag. Und halt oder halt vor der Mahlzeit am besten 1/2 Liter Wasser trinken. Das Wichtigste ist auch immer frühstücken. Zum Frühstück kannst du ein halbes Brot nehmen, aber Vollkornbrot. Anstatt Butter nimmst du einfach Frischkäse. Gekochtes Ei ist wichtig. Halt Salat noch dazu. In der Quarantäne habe ich mich gar nicht krank gefühlt. Ich hatte gefühlt so gar nichts einfach. Aber hatte trotzdem Corona, habe ich gar nicht verstanden. Und das Wichtigste ist, dass du mindestens 3 Mahlzeiten hast bei der Diät. Und ab 18, 19 Uhr nichts mehr essen. Im Notfall kannst du Wasser trinken oder halt Obst essen. Aber du solltest jetzt keine richtige Mahlzeit essen, weil dann kannst du das Ganze nicht mehr abbauen. Weil du gehst ja, ich glaube nicht, dass du nach 20 Uhr, 30 Uhr noch joggen gehst. 20 Uhr, 30 Uhr. Und ich habe nebenbei noch Grüntee getrunken, Brennnesseltee getrunken. Auch täglich 1/2 Liter nur. Habe dann 17 Kilo abgenommen nach 2,5 Monaten. Das war, glaube ich, nach Neujahr. Eine Woche, 1, 2 Wochen nach Neujahr. Und dann jetzt achte ich jetzt nicht mehr so krass darauf, aber ich hau mir jetzt auch nicht eine Packung Chips oder so direkt rein. Ihr könnt zum Beispiel Air-Up-Flasche kaufen, das ist jetzt keine Werbung oder so. Ich glaube nicht, dass sie auch Werbung für mich machen wollen. Aber ich glaube, jeder versteht den Prinzip von der Air-Up-Flasche. Wenn nicht, dann packe ich euch ein Video in der Infobox, beziehungsweise einen Link für das Video in der Infobox. Und ja. Also, zu Air-Up würde ich jetzt sagen, es geht. Aber zum Beispiel diese Duftpods. Die aktiviere ich jetzt, also die aktiviert man ja, wenn man so die hochschiebt, die Pots. Und ja, also ich probiere das jetzt nicht so oft aus. Guck mal, diesen Pot habe ich schon seit über 1, 2 Wochen drin. Also ich aktiviere den wirklich sehr selten. Und ein Pot reicht für 5 Liter, glaube ich. Aber der schmeckt immer noch nach Pfirsich zum Beispiel, ohne Witz. Weil ich ihn halt vor lange nicht mehr aktiviert habe. Ist eine Flasche nötig? Nein. Also ganz ehrlich, nein. Aber ganz ehrlich, nach der Flasche habe ich irgendwie Lust bekommen, mehr Wasser zu trinken. Corona, ich weiß jetzt nicht. Bei jedem ist das anders. Manche fallen im Krankenhaus, manche haben nicht, so wie ich zum Beispiel. Ich hätte das Glück. Aber passt auf euch auf und ja, tragt Masken. Denkt jetzt nicht, ah, ich bekomme das eh nicht oder mir passiert eh nichts. Passt einfach auf euch auf. Das ist wirklich sehr wichtig, weil. Guck mal, wie lange soll das noch dauern? Was ich mich jetzt frage ist,
die Menschen sind jetzt gewohnt, die negativen Dinge wahrzunehmen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, also ich bin jetzt im Fernsehen und sage, ey, in Deutschland sind heute 10.000 Leute an Corona gestorben, dann glaubt es einfach jeder oder halt die meisten. Aber wenn die jetzt sagen, ey, Corona gibt es nicht mehr in Deutschland, aber trotzdem würde jetzt jeder noch mit der Maske rumlaufen im Supermarkt und so. Auch wenn da steht, ihr braucht keine Maske mehr, weil einfach diese Angst immer noch besteht, dass man sich halt infiziert. Und halt von der Corona-Dingens-Impfung und so, da kenne ich mich jetzt gar nicht aus. Manche sagen, ist super, manche sagen, hat voll die krassen Nebenwirkungen. Da kann ich jetzt nicht so viel sagen. Was ich aber sagen kann ist, pass auf euch auf und tragt bitte Masken, Alter. Ohne Witz. Also, denkt auf jeden Fall nicht, ah, mir passiert eh nichts. Stellt euch mal vor, euch passiert was, ihr liegt im Krankenhaus und dann denkt ihr euch so, Alter, hätte ich lieber Maske getragen oder halt Mindestabstand gehalten. Und ja, also schützt euch, bevor es wirklich zu spät ist. Das war jetzt meine Story und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir einen Daumen hoch geben, mich abonnieren. Nö. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.